Voll Rio zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Society, dem Live-Roleplay-Projekt hier auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr immer noch so viel Spaß dran habt und dass ihr das weiter unterstützen wollt. Deswegen auch hier die Aufforderung, bitte gebt dem Video doch nach Ende des Videos vor allen Dingen einen Daumen nach oben. Das würde mich unterstützen und das bringt vor allen Dingen, ja, leider auf YouTube immer sehr viel, auch mit der Glocke. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, das ist wichtig, wenn ihr keine Folge Society mehr verpassen wollt. Genug der Werbung. Es geht los mit dem neuen Video von Society. Viel Spaß mit der Folge. Oh. Ich liebe es, jeden Morgen den Ausblick auf mein Fenster. Und wie die fleißigen Mitarbeiter meiner Stadt sich um alles kümmern. Ich müsste nur noch rausfinden, was eigentlich mit meinem Heilwasser passiert ist. Warum zum Geier ist das Heilwasser weg? Wer war da dran? Und warum war er da dran? Hallo, Hundi. Hallo. Guten Tag. Was ist denn das da? Wachstuhl, was? Was machen Sie hier? Guten Tag. Oh, Herr Sora. Ich bin wieder angestellt. Nein, er steht hier rum und hat mich zu Tode erschreckt. Ich sitze hier nur. Sie sitzen auf meiner... Ja, Sie sitzen hier nur. Auf Ihrem Wachstuhl. Ah, Sie passen auf, dass keiner reinkommt. Okay, danke. Da war eben eine Truppe von Leuten vor Ihrem Haus mit Stühlen ohne Ende. Was? Was haben die denn gemacht? Ja. Sie belagert sozusagen. Aber ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Sie haben mir was mitgebracht? Was? Das sind die ersten Versuche von Herr Erdnussbier. Probieren Sie mal. Aber Herr Erdnuss... Ja, das hat er mir mitgegeben. Wow. Au! Also. Oh, Sie scheinen das nicht gut zu vertragen. Ja, probieren Sie mal unseren. Nee, warten Sie, da war doch ein Stuhl. Hör da. Wow. Mir geht's damit gar nicht so gut. Hört das irgendwann auf? Ich glaube, Sie sollten mal ins Krankenhaus gehen. Ich glaube, ich kann keinen Schritt so gehen. Tja, ja, ich hab's auch von da geholt. Was haben Sie mir gegeben? Das war Apfelwein. Was? Das waren die ersten Versuche von Herr Erdnussbier. Ich glaube, mit dem muss ich mal ein ernstes Wort reden. Das ist der erste Versuch. Wir haben natürlich besseren Stoff. Ich kann aber so, wie lange hält das? So 10 Minuten. Wir müssen uns irgendwo hin bewegen, wo man mich heilen kann. Dann laufen Sie geradeaus. Ja, genau richtig. Das klappt nicht so gut. Ja. Ich gehe auch nicht zum Brunnen. Ja. Hilfe! Warum tut man mir sowas an? Hier lang. Boah, ich glaube, ich sterbe. Da. Könnte ihm jetzt schon besser gehen. Bisschen, aber der Schwindel ist immer noch da. Nee, der bleibt nicht aus. Das ist nicht gut, das Zeug. Ja, ich hab's auch schon probiert. Aber ich sollte ihn den ersten Versuch höchstpersönlich probieren. Ich denke, ich mag kein Erdnussbier nicht mehr. Wie gesagt, wir haben uns auch schon ein bisschen mit beschäftigt. Da können Sie auch gleich mal probieren.
Aber ja, sie müssen mir doch irgendwas machen, dass es aufhört. Ich hab dafür keinen. Ja. Was zu essen habe ich auch nicht mehr. Toll. Oh, ich gehe wieder ins Wasser. Das ist doch nicht normal. Ich trinke nie wieder was von Herrn Erdnussbier. Das ist Ihnen ja wohl bewusst. Das müssen Sie ihm sagen. Das ist ja. Oh, haben die denn hier nichts zum Hinsetzen? Nee, nicht wirklich. Oder doch hier. Ich kenne mich hier nicht so wirklich aus. Es hilft aber auch nur bedingt. Boah. Oh. Das ist nicht lustig. Es ist egal, wo man sich hindreht, alles bewegt sich. Ja, ich weiß. Ich habe die Erfahrung auch schon gemacht. Kommen Sie, wir versuchen es so raus. Ich hoffe, es hört auf, vielleicht durch Bewegung. Oh, es ist besser geworden. Oh. Ich glaube, jetzt ist mir übel. Sie sollten, glaube ich, aufpassen, wer in der Stadt sowas trinkt. Also, wie hieß das? Apfelwein? Nie wieder. Ja. Nie wieder. Oh. Wir das haben noch andere Sachen dabei. Können Sie auch kosten. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ach, da sind sie ja. Ich fühle mich immer noch, als wenn sich alles dreht, auch wenn sich nichts mehr dreht. Hallo? Ja, hat der Herr Bagui schon deinen Apfelwein probiert? Nein. Also Apfelwein hatte ich doch schon. Zeug. Ich hätte hier noch Traubensaft. Traubensaft. Und das soll besser sein. Ja, der ist von uns gebraut. Der ist viel besser. Ja, geben Sie mir her. Oh, das klang gar nicht gut. Ja, glaube ich, war auch nicht so gut. Oh, das schmeckt. Oh. Ja, das schmeckt lecker. Wir hätten dann noch ein ganzes Fass davon anzubieten. Oh, das schmeckt echt gut. Das ist doch. Oh, da ist aber einiges drin. Ja. Das ist. Das wollen Sie mir geben? Hätte ich mir so gedacht, für Ihr Fest. Ah. Ja, dann dürfen wir das nicht hier hinstellen. Das Fest. Also wir müssen das unbedingt bis zum Wochenende organisiert kriegen. Ich denke, wir werden das Fest am Sonntag feiern. Sonntag ist ein schöner Tag, um ein Fest zu feiern. Findet ihr nicht auch? Ich denke, das sollten wir hinkriegen. Jo. Guten Tag. Dann, ich muss das zwar noch einmal überschlafen, aber ich denke, wir kriegen das hin. Was ist das noch? Und auch noch ein kleines Geschenk von mir für Sie. Oh, das riecht lecker. Danke. Vorsicht, kalt. Ich muss mal eben mit meinem Bauleiter reden. Warten Sie. Ja, bitte? Ich sollte ihn von Frau Sagil ausrichten. Wir bräuchten zwei gesicherte Kisten für die Himmelstadt. Dann kommen Sie mit. Wenn das geht. Mein Stuhl. Was haben Sie mit diesem Stuhl zu tun? Was zur Hölle? Das ist. Sie hatten mir den Stuhl geklaut, das weiß ich noch. Okay. Mein Stuhl, Und dann noch haben Sie diese Schilder schon gesehen? Welche von den ganzen? Für das große Ganze, der alte, bärtige Mann soll gestürzt werden, für das Volk. Und zu irgendwas anderes. Nein, ich wollte den Gravel haben. Das Gravel, setzen Sie das bitte da wieder rein. Wissen Sie, meinen Sie den alten Mann, der hier so viel baut? Nein, haben Sie diese Schilder nicht bei Katzes im Haus gesehen? Was? Nein! Der Gilde?
Das ist irgendwie der rote Blitz oder so. Wie roter Blitz? Was zur Hölle? Ich verstehe es ja auch nicht ganz. Sie meinen da unten drin? Hier, nein, hier. In der Schild. Für das ganze große, kein roter Blitz. Wie, der rote Blitz? Bei der Baumeistergilde, der da unten hängt, glaube ich. Ach, das ist abgerissen worden. Wer ist denn der rote Blitz? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hängen solche Schilder in der ganzen Stadt. Ich werde mich darum kümmern. Ich denke, ich weiß, wer sich darum kümmern kann, um das herauszufinden. Ich habe da so meine Informanten. Ja, gut, danke für die Warnung. Ich gehe dann auch mal wieder. Ja, Ihnen noch einen schönen Abend. Wer zur Hölle ist der rote Blitz? Keine Ahnung. Die Schilder stehen jetzt halt heute. Sie wissen, was zu tun ist? Ja, ich hab's mir schon beinahe gedacht. Dann ist ja gut. Kriegen Sie das raus? Werden wir sehen. Gut. Wenn ich Ihnen irgendwas Gutes tun kann, dann sagen Sie Bescheid. Egal was. Sie wissen schon. Ja. Okay. Guten Tag. So, was ist hier? Steinmetz geöffnet. Fuchs und der Relay. Oh, cool. Cobblestone. Aha. Steinpick. Oh, hier kann man alles Werkzeug bestellen. Ah, das ist gut. Das ist gut. Aber ich muss unbedingt noch was zu essen besorgen. Bevor das morgen wieder ein anstrengender Tag wird. Setze ich aber drauf. Haben Sie Beweise? Ja. Sagen Sie, ist es immer noch diese Diskussion um den blöden Stuhl? Ja, leider. Der ist gestohlen. Wie, der ist gestohlen? Der wurde von mir und von Coco gestohlen. Wie, Sie haben den gestohlen? Coco. Nein, vielleicht. Der Herr Zeller, gehen Sie an andere fremde Leute Eigentum in meiner Stadt? Nein. Sehen Sie, er sagt nein. Aber es stimmt nicht. Haben Sie Beweise? Bei der Sekretärenstuhl. Ich habe zwei Zeugen. Herr Zeleicht? Er kann gerne schon haben. Aber dann brauchst du einen neuen. Warten Sie. So eine Diva. Ich brauche einen Stuhl. Bill. Gib ihm halt einen vom Festplatz. Komischer Kerl. Zeleicht war schon immer seltsam. Was? Gucken Sie mal, Herr Zeleicht, ich habe hier einen neuen Stuhl für Sie. Bitte schön, jetzt geben Sie den Stuhl jetzt zurück. Jetzt passen die Farbe nicht. Danke. Ruhe, Mann! Es war gerade jemand da, der hat aufrichten lassen, dass Frau Sagiri sie sehen möchte. Ich glaube, das mit Frau Wegen und weswegen Frau Sagiri hat sich schon erledigt. Die wollte, glaube ich, nur Sicherheitstruhen haben. Und die habe ich schon verteilt. Okay. Sehr gut. So, ja. Ist das hier irgendwie Stuhlparade heute, wa? Anscheinend. Guten Abend. Der Fuchsbau. Hallo. Hallo, Herr Fuchs. Hallo, ignoriert er mich? Hallo. Fies, klaue ich mir wieder seine Sachen. Merkt er nicht. Hallo. Jo. Hallo, Herr Fuchs. Das ist ja wunderprächtig geworden. Ja. Das sah man gar nicht. Ich dachte, der Erdhügel wäre viel kleiner gewesen. Nein. Der war viel größer gewesen. Das ist eine Lüge. Ich stand da drauf. Der war, ich weiß nicht, vielleicht so hoch. Wie haben Sie das an einem Tag geschafft? Ja. Das war ich nicht. Das war der alte Mann. Oh, das ist die Maschine. Okay. Ja. Das ist ja aber hat auch zwei Tage gedauert. Aber ganze zwei Tage. Ja, dann habe ich, glaube ich, in der Zeit leider nicht drauf geguckt. Das macht ja nichts. Und was gibt's jetzt hier? Das ist immer noch geheim, aber Sie sind der Erste, der es jetzt erfährt. Oh, cool. Ja. Also, ich habe einen Fuchsladen und in dem Fuchsladen gibt es Getränke und aber auch Essen
Und was ganz, ganz Neues, nämlich Farbe. Was? Was soll ich denn mit Farbe? Ja. Naja, da könnten Sie zum Beispiel Ihre tolle Rüstung einfärben, so wie es Ihnen gefällt. Zum Beispiel in meiner Farbe oder in der Farbe Ihrer Augen. Na, ich brauche was Blaues. Das habe ich auch. Das war ganz selten. Oh, dann lieber nicht. Ja, bist du selten bei uns. Ja. Vielleicht müssen Sie mal ein bisschen zu denen gehen, die haben anscheinend mehr davon. Offensichtlich. Wo kommen die her? Herr Finks. Das ist aber war cool. Ich komme auf jeden Fall bald wieder. Also das ich freue mich drauf. Das freut mich auch. Irgendwo hier ist eine Spinne. Ich höre sie schon wieder. Ja, da ist sie. Da ist sie. Sie wollen bestimmt was vom. Oh! Moment. Ja. Ich glaube, ich habe aus Versehen irgendwas zerstört von Ihren Tomaten. Es tut mir sehr leid. Die wachsen noch, das ist nicht schlimm. Okay. Gucken Sie es schon nach. Kommen Sie mit, wir gehen. Schon wieder in der Stadt. Heieiei, immer diese Pest. Womit kann ich helfen? Ich habe der Frau Sagiri eine Speziallieferung gegeben, wo ich letzten Tage ein bisschen beschäftigt war. Und sie lässt nachfragen, ob sie dafür Sicherheitstruhen oder zwei Sicherheitstruhen. Ja, hat sie schon bekommen, hat sie schon bekommen. Ah, okay, gut. Das wusste ich nicht. Ja, gut, dann. Das ist schon der dritte, der mir das heute erzählt. Frau Sagiri scheint ja wirklich Panik gehabt zu haben, deswegen. Das muss ja sehr wertvoll gewesen sein. Ja, das ist eines der wertvollsten Hölzer, die wir gerade so in der Stadt haben, ja. Ah, das blaue magische Holz. Genau. Sehen Sie? Da habe ich hier sehr, sehr viel verkauft. Ja, okay. Ja, ich habe schon gehört. Ich war schon gestern einmal in der Wolkenstadt. Ich bin gespannt, wie sie sich entwickelt. Ich freue mich drauf. Ich finde es ja da oben. Was finden Sie? Unheimlich. Ja, dass man da drunter gucken kann und dass das hält, ist schon unglaublich unheimlich. Ja, das stimmt. Ja. Ich fühle mich da auch immer sehr unwohl und freue mich immer, wenn ich wieder unten bin. Ja, sind Sie nicht der Einzige. Na gut. Dann, also sagen Sie, Frau Sagiri sollte von Herrn, der Bauleiter, der so dunkel aussieht. Herr Schanks, ja. Ja, Herr Schanks, ich kann mir seinen Namen nicht merken, es ist peinlich, aber von dem sollte sie die bekommen. Ja, okay, gut, sehr schön. Gut. Doch, dann hat sich das ja auch erledigt. Gut. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, gleichfalls, bis dann. Jo. Tschüss. Also, Herr Baloui. Sie haben die Pest nicht gut im Griff hier. Was für ein Ding? Das, die Pest. Oh nein, wieso ist das wieder hier? Wie geht das weg? Gärtner kümmert sich schon drum. Aber da hat sie irgendwie nicht wirklich im Griff. Die kommen immer wieder. Ich wusste, dass das eine blöde Idee damals war, von der HMV die überall pflanzen zu lassen. Dieser Depp. Er weiß, wo die noch überall sind. Ah, ich hoffe, der Gärtner kümmert sich drum. Wir sollten mal die Keller untersuchen. Haben Sie die gerade neu angepflanzt? Nein, natürlich nicht. Das sah so aus von weitem. Ich habe versucht, sie abzureißen, aber sie wächst und wächst so schnell nach. Ah, das ist anstrengend. Da muss es doch eine bessere Möglichkeit für geben. Oh, die ganze Stadt ist davon verseucht wieder. Ja, aber irgendwie auch immer nur auf der Seite vom Gärtner. Vielleicht will ihn jemand ärgern? Meinst du? Das Problem war ja schon mal beseitigt. Ja, eigentlich schon. Vielleicht meinen Sie, jemand pflanzt das heimlich an? Ich wusste nicht, wer das machen sollte. Ich denke, ich wollte sowieso mal mit den Stadtwachen mal die Keller der Häuser durchsuchen, um herauszufinden, was diese Leute so Geheimes machen. Aber ich glaube, nicht jeder ist hier vertrauenswürdig. Ja. Dankeschön, zu melden. Als erstes sollten Sie diesen Keller untersuchen. Von Herrn Fünks? Ja. Ja. Herr Fünks, pflanzen Sie das Zeug? Ja, ich werde auf jeden Fall die Tage mit der Stadtwache mal alles durchsuchen.
Gut. Ich gehe mich aber jetzt aufs Ohr hauen. Gute Nacht. Gute Nacht, Herz, vielleicht. Unheimlich. Warum ist die dunkle Bruderschaft so nah? Kann mir das einer erklären? Was machen die hier? Na, hoffentlich nichts Böses. Mann.